Willkommen zurück bei Let's Play Inazuma 11 Go Schatten. Jo, mal wieder eine ziemlich lange ungewollte Pause von fast einer Woche. Tut mich leid, aber jetzt geht's weiter. So, ich hab da wieder was runtergeladen, fällt mir grad ein. Da. Olli Impact kann rekrutiert werden. Olli. Okay, mal gucken. So viel Zeit haben wir noch. Moment, das war so. Dann in die Schule, da muss ich sowieso hin. Ich muss zur Mannschaftsbesprechung, aber erst einmal, oder? Ist das im gleichen Raum fast? Wahrscheinlich schon. Jetzt müsste er direkt in der Halle sein, genau. Also gehe ich erstmal hier und gucke mir mal den guten Olli an. Da müsste aber ein Klickerburschen sein. Olli, ich habe ihn schon gesehen. Impix da. Das ist er doch. Olli Impix, okay, der bräuchte ich Symbol, habe ich nicht. Gehört zu den Hinterhöflern. Werte. Nicht so gut. Nicht ganz so gut. Der letzte Spieler, den ich hier holen konnte, war dieser Echidna. Und noch irgendjemand. Ich glaube, dieser Sam Aritang war es, glaube ich. Habe ich noch gar nicht angeguckt. Okay, Dribbling und Tempo ist gar nicht mehr so schlecht. Die Frisur. Bisschen leicht Vegeta im Super Saiyan 3 Modus. Aber, what? 6800. Leck mich doch. Nö. Das Geld spare ich mir lieber. So. Wo renne ich denn hin? Ich bin auch ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Es ist gerade 1.50 Uhr morgens. Eigentlich wollte ich jetzt schlafen, aber entweder ich gehe jetzt ins Bett und penne wieder und es kommt wieder ein Tag lang kein Inazuma 11 Go Schatten. Oder ich setze mich halt kurz hin, nehme ein bisschen was auf und habe wieder was zum Gucken. Echt eine blöde, ungewollte Pause. Tut mir echt leid, aber naja. Leider ist jetzt mein Urlaub schon wieder zu Ende und die Arbeitswoche war etwas leicht stressig und ja. Jetzt ist Wochenende, das heißt, morgen bin ich wieder auf der Pirsch sozusagen. Und heute habe ich noch ein bisschen Zeit, deshalb machen wir noch ein bisschen was. Und erstmal ab in die Mannschaftsbesprechung. Da werden wir wahrscheinlich über das nächste Match quatschen, über das Match gegen Luna, die wir also schon im Fernsehen geguckt haben. Oder besser gesagt, was Max sich im Fernsehen angeguckt hat. Aber du hast, nö, das war das Freundschaftsspiel gegen die Mannschaft von Herrn Benjamin von Scotty. Die Golden Oldies. Echt spannendes Match. Okay. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Sylvie, the stage is yours. Oder Sky. Wie auch immer. Wie ihr alle wisst, spielen wir im ersten Match der Hauptrunde. Das 1-2-Turnier gegen Luna Sea. Die Hauptrunde findet im Roulette Park statt. Ein Gelände mit mehreren Stadien. Ah, stimmt ja genau. Ach, da freue ich schon extrem drauf. An welchen Stadion man antritt, wird es kurzfristig ausgelost. Wir fahren es als erst nach Spieltag. In Anscheinung gibt es Vorrichtungen, die das Spielgeschehen beeinflussen. Was es jeweils ist, wissen wir leider nicht. Denn Travis hat aber gesagt, dass Luna Sea im 5. Sektor unter einer Decke steckt und deshalb alle Details kennt. Was? Das ist nicht fair. Hier ist einiges nicht fair. Ich weiß. Und noch was. Luna Sea soll über eine Spezialtechnik verfügen, die es noch nie eingesetzt hat. Eine geheime Technik. Ah, krass. Das ist aber nur ein Gerücht, oder? Je weiter wir im Turnier vorkommen, desto unzuverlässiger erscheinen mir viele Infos. Mach dir keine Sorgen. Es stimmt, dass bei dem Turnier einige ganz unangenehme Gegner auf uns warten, die im Dienst von 5 Sektor stehen. Aber es sind keine darunter, die ihr nicht schlagen könnt. Wenn ihr zusammenarbeitet, werdet ihr immer eine Chance haben. Verstanden, Trainer. Dann bereiten wir uns mal gut vor. Wir treffen uns auf dem Trainingsplatz. Okidoki. Ach ja, Aizu ist auch schon dabei. Wir müssen uns jetzt auch genau kommen, die Anfangsform zu machen. Wenn ihr das spielt, muss ein anderer Verteidiger raus. Gabi, was ist? Das wird der Abwehr
ganz genau überlegen. Du wirst nämlich gegen Dundersee bestens organisiert sein. Stimmt ja, wir haben jetzt Eito dabei. Und BAMS! Hat sich voll gelohnt. Okay. Unser erster Gegner ist die Lunar Sea Military Academy. Und ihre Lab Parks soll es Feuern geben. Ob das wirklich stimmt? Oh ja. Und ich frage mich echt, wie die das in das Spiel reinbringen sollen. Na, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Erst wieder ein bisschen trainieren. Ach, das gehe ich. Das ganze Teleportieren ist mir jetzt schon zu doof. Geht's aber der neue Spieler? Gucken wir ganz kurz. Oder nach und nach ein paar neue dazukommen. Sepia, okay, die kenne ich noch alle. Genau, die kenne ich noch. Gut, dann gibt's da nichts Neues. Könnten wir mal die Karten von Marco und Excel kaufen? Wobei ich die erst ein bisschen später einlösen könnte, da ich noch nicht die Dingens mache, die Fußballturm, wo es eins der Items gibt zum Abwerben. Ja, also, so gesehen, rausgeschmissenes Geld, irgendwie. Okay. Gut. Mrs. Dockerin. Was stimmt mit Eitor nicht? Aber ich weiß ja auch nicht. Machen wir weiter mit dem Training. Gucken wir mal. Fertig, Eitor? Ah, oh, diese Lache. Eitor, was ist los? Das war Gabi. Er hat das Bein stehen gelassen und ich... Aber es heißt Gabi, nicht Gabi. Oder Gabi. Okay, aber... Das ist schon fies. Okay, Moment mal. Ich hab doch nichts gemacht. Mensch, Gabi, wir haben bald ein wichtiges Spiel. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, so hart einzusteigen. Lasst ihn in Ruhe, bitte. Mir ist nichts passiert. Ich setze mich einfach kurz hin, um mich ein bisschen zu erholen. Keine Sorge, Gabi. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. Mach dir nichts draus. Oh Gott, ich hasse den Typen so. Er ist schon irgendwie cool. Irgendwie. Halt, bleib hier! Eitor, warum bist du überhaupt an der Raimon? Bist du ein... Was denn, Gabi? Sag doch bitte, ich verstehe dich gar nicht. Na gut, sag ehrlich, bist du ein Imperialer? Wie bitte? Bist du einer von Fifth Sector? Bist du hier, um Raimon Ärger zu machen? Das glaube ich nämlich. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja und? Antworte mir. Na gut. Ja, Volltreffer. Ich bin ein Imperialer. Oh mein Gott. Was? Wer hätte das gedacht? Jeder. Das war so klar, aber... Gut. Wir haben wieder einen Bösen in den Reihen. War nur ein Witz. Verstehst du keinen Spaß? Oder doch nicht? Warum sagt er sowas? Lustig ist es jedenfalls nicht. Was hat der Kerl hier nur vor? Ich kann mir ja vorstellen, was. Aber das kann ich den anderen nicht sagen. Noch nicht. Ich frage mich... Was denn, Trainer Evans? Wie? Auch nichts. Ich denke über unsere Strategie gegen Lunar Sea nach. Ach so. Ich hatte da eine Idee. Warum fragen wir nicht Herrn Sharp? Der Kapitän hat gesagt, Lunar Sea und Royal Academy spielen ziemlich ähnlich. Herr Sharp ist doch Ihr Freund, nicht wahr? Ich könnte wetten, dass er eine Menge guter Ratschläge für uns parat hätte. Guter Plan, Arian. Lass uns mit ihm sprechen. Jude. Sprich mit Trainer Sharp an der Royal. Sehr gerne. Gut, noch ein bisschen was reingeschnattert. Ich hoffe, ich Kopien von Saints Fish Spielplan gemacht. Hol sie bitte im Lehrerzimmer ab. Roger! Cool. Hol ich gleich mal. Da gab es auch bei Inazuma Eleven 3 ein Art Spielplan von dem Turnier. Also von den
Inazuma Eleven. Football Frontier International Turnier, genau. Da gab es einen ziemlich geilen Spielplan mit den Mythen. Hier schon ganz praktisch. Also wir wissen, wo das leere Zimmer war. Das war Krankenzimmer. Da rechts, genau. Gleich das größte hier. So, eben mal anquatschen. Ich habe ein Glas gebrochen. Juckt mich nicht. Hast du vielleicht was? Ne? Nö. Das müsste das leere Zimmer sein. Weil gibt es hier nichts? Ich hätte aber sowas gern. Ist ja voll praktisch. Das wäre normale Klassenzimmer wahrscheinlich, oder? Ja, sieht so aus. Okay, dann. Ganz oben wäre der Raum vom Direktor. Hier oben im dritten Stock. Oder? Nee. Geht sie noch weiter nach oben? Ach, das ist der dritte. Das ist die Rückseite mit Goldbin. Und der Schnepfe da. Gut, und hier rechts haben wir hier was. Ach, da ist nur er. Ja, du gehst ja nichts, das wundert mich nicht. Nö, dann kriege ich ja keinen Spielplan. Schade. Hätte ich auch ein bisschen gewundert. Wäre aber schon cool gewesen. Das sind also nur Classrooms. 100.000 Stockwerke. Genau, das ist das Ding. Genau hier. Moment. Ein bisschen shoppen hier. Was gab es denn noch alles? Die Schlüssel habe ich schon alle. Techniken Kaiserpinguin 2 könnte ich mal kaufen für 5.300. Ja, habe ich ja gar nicht. Also schon her, habe ich so viel Geld? Habe ich nicht. Ne, dann leider nicht. Ich müsste noch Kaiserpinguin 7 haben. Moment, Inventar, ich bin... Wo ich so geistig nicht so ganz fit, ein bisschen leicht müde bin, aber... Denke, Moment, wenn ich jetzt auf irgendwen gehe. Ja, da haben wir noch Kaiserpinguin 7. Flugfisch Finale, der Fernschuss und Schattenschlag. Und noch die Dampflok. Aber nö, die lasse ich mal. Vielleicht für später. Oder vielleicht für andere Spieler, je nachdem. Gut. Ach, ich warte mich einfach. So. Wozu gehen, wenn man fliegen kann? So, Swasher Chapel, lauf mir hinterher. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Hier sind böse Leute. Oder sind sie nicht böse? Vorsichtig. Was hattest du noch alles? Auch ein paar gute, soweit ich weiß. Magma-Bögen, Echo-Jäger. Wäre auf jeden Fall nicht so teuer, aber auch nicht gerade so brauchbar irgendwie. Lass mir mal vorsichtig vorbei sneaken. So, der nächste ist dann hier unten. Vorsicht, ich habe keinen Bock auf Kämpfen. Vorsichtig. So, vorbeigemogelt. Und noch hier vorbei. Wie bei Splinter Cell, das ist recht krass. Vorsichtig. Gut, 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 gut. Und durch hier. Aber dann brauche ich nicht, habe ich nicht gekämpft. Und rein. Zu Sharp. Ein bisschen, ihr wisst, macht mir das hier alles schon. Ui, mich auch. Der wird also ein paar gute Ratschläge. Für das Spiel gegen Luna Sie. Ja. Wir sind für jeden Tipp dankbar. Was? Wollen die aufs Maul? Warum spielen wir die ganze Zeit?
einfache Freundschaftsspiel gegeneinander. Luna, sie setzt aus Spezialtechniken, die unseren ziemlich ähnlich sind. Das sollte eine kleine Partie doch aufschlussreich sein. Und wenn ihr gegen Luna sie zeigt, dass ihr unsere Techniken verstanden habt, dann mach los, spiel mir einfach ein Match. Okay. Ist das ein volles Spiel oder so? Wahrscheinlich schon. Wird keine 5 gegen 5 sein. Bringst du meine mit? Ach, eine Kopie, genau. Finde ich leider nicht, deshalb von mir nicht. Vielleicht von Eugenius. Okay, bin ich bereit. Sagst mir vielleicht noch das Teamlevel? Bist du so nett? 23 bis 25. Ich habe 22. Soll ich es wagen oder nicht? Natürlich. Warum nicht? Ein bisschen Risiko muss dabei sein. Setz Ricky, Aether, Gabi und Funnily ein. So. Fertig. Genau, alle sind hier drin. Oder? Okay, Ricky. Wanli. Den Rest habe ich schon wieder vergessen. Da müsste es so passen eigentlich. Okay. Passt schon. Wenn er zeigt, dass er unsere Technik versteht, dann. Ach los, lass uns einfach anfangen. Okay, wird bitte wieder ein zweigeteilter Kampf. Rayman vs. Royal Academy. Ein Freundschaftsspiel. Sieht aber nicht ganz so danach aus. Ah, okay. Mal gucken, was Sharpshooter so drauf haben. So, das sind wir. Coole Mucke. So. Levelmäßig müssten wir im Höchstfall so um die 30 rum sein. Hier so 20 bis 30 rum. Oder ein paar noch weniger. Du bist 18, gut. 22, 26. Mhm. Und die Gegner, wen haben wir denn hier? St. John, Wales, Stanford, Ascot, York, Eton, Dartmouth, Oxford, Cambridge, Harvard und Princeton. Und ja, die kennen wir schon. Levelmäßig auch so um die 30 rum. Oh. Eine ziemlich gleich wie wir. Gut, passt ein bisschen besser. Das sind keine unter 20. Oder keine unter 24. Eieiei. Gut, die Charakter kennen wir schon. Kennen wir dich schon. Fred Featherstonehawk. Ich glaube, den kenne ich schon, okay. Der Ersatztorwart. So, ja, immer noch die gleichen. Ich sag mal Buffs und Debuffs. Mhm. Gut, dann kann's losgehen. Okay, das kam jetzt unerwartet. Ah, ich würde schon schief gehen. So, muss halten. Wieder Aufgabe. Nee, bisher nicht, aber ich denke, es wird Ende kommen. Anstoß. Und los geht's! Das ist also die generalüberholte Royal Academy. Ohne Imperiale. Ach stimmt, die sind ja jetzt weg. Sind das neue drin? Ich glaube nicht, oder? Oder sind das die Leute, die auf den leeren Ersatzplätzen wären? Da war jetzt nur einer von fünf. Und dass die vier, die weg sind, habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber normalerweise schon. Ah, egal. Scheint ja die überragende Mannschaft zu sein. Mannschaft, ich sollte was an Gabi ausrichten. Hä? Und zwar? Oh, du bist so fies. Eben nur, dass du dich endlich mal anstrengst. Damit du nicht ständig bei dir mit absichern musst, weil du zu lahm bist. Was? Simiskerl. Gabi.
Wenn du was zusammenfasst, sag uns wenigstens ins Gesicht. Aber was? Das habe ich noch gar nicht. Moment, hast du mit Ether gesprochen? Das ist Ether aus dem Spiel. Es geht um dich. Du bist ein schlechter Mannschaftskamerad. Wang Chang. Nimm das nicht verbrauchte Münze. Und was Ether dir erzählt. Du und ich, wir müssen zusammenhalten. Wir gehen. Durch dich und dick und dünn. Ha. Die jungen Spieler scheinen sich blenden zu verstehen. Und das sogar schon vor Spielbeginn. Gabi. Konzentriere dich jetzt einfach auf das Spiel. Moment, ich glaube es. Ah, ich muss ein bisschen vorbereitet sein. So, jetzt aber. Fersengeld. Das ist schon mal ein guter Start. Gut, wir haben noch rechnerisch ein paar Minutes. Ja, das war jetzt eine spielerische Glanzleistung. Ach, da steht einer. Grätschen. Ja, läuft schon mal relativ gut. So. Mal gucken, ob der Weg da durchsetzt. Kann normalerweise schon mit seiner übertriebenen Stärke. Und ein das Ding mit. Was machen wir denn? Ach, einmal Schattenakrobat. Bams! Meteorblock. Reicht das? Natürlich nicht. Bam! Tor! Nicht so, Leute! Ach, wie er sich freut. Bester Start. Oder besser gesagt, der beste Start in das Match und. Ja. Das darf ihn nicht nochmal geschehen. Ha. Das war fast schon zu einfach. So, weiter. Rauf hier. Rauf auf den Wallis. So, Moment. Kaiser. Oh, jetzt hapert's. Jetzt müssen die Verteidiger ran. Chubble. Ohne Zeichentechnik. X-Zirkel. Ah, voll auf die Kleine. So. Jetzt aber. Eine muss ja den Ball hoffentlich kriegen. Grätschen. So geht das. So, und ein bisschen. Für alle mal auf einen Fleck stehen. So, du gehst mal da lang. Wo ist hier gerade ziemlich. Easy aus. So, mal gucken, ob das klappt. Popa-Kanone. Wäre ein schöner Kettenschuss gewesen, aber naja. Hat ein normaler Schuss. Mal gucken, ob der auch klappt. Oder? Ne. Das war nix. Hat aber gut die KP von dir aufgezogen. Arion. Luftikus. V2. Hat ein bisschen Stärke zugelegt. So. Und. Hau ihn rein. Up, abseits. Oh, ich war zu weit vorn. Fuck. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, bevor noch die zweite Halbzeit an. Gepfiffen wird. Sonst würde er den. Torwart Auswirkungen, oder besser gesagt. Meine Chancen verringern, wenn einfach ihren Schuss den reinzukriegen. Das war nicht so gut. So. Und rein das Ding mit. Ach, optimal Parabel. So. Kostet nicht viel CP. Und wir müssen normalerweise jetzt wieder Meteorblock einsetzen. Jupp. Und das heißt, die TP ist. Relativ weit unten, und das heißt, wenn ich ihn jetzt erwische, egal mit wem, außer da steht keiner, aber da kommt Swasher und bumpst ihn nicht um. So geht die Strategie flöten. So, aber wir haben noch einen. Jeeper, du musst wieder den Tag retten. Du Katapult. Wie er immer den Tag rettet. Unbelievable.
Jetzt aber rasch nach vorne. Ah, es wird nichts mehr. Chabby. Bumerang-Lupfer. Eine Zeit reicht nicht mehr. Fuck. Das war nicht so gut berechnet. Ja. Ende der Halbzeit. Und wahrscheinlich wird der Torwart ausgewechselt. Das darf so nicht weitergehen. Dranbleiben. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ah, was soll's, das machen wir noch. Bisher 1 und nur 3 Torschüsse. So. Ist da jetzt ein neuer drin? Schon ist nichts davon einwechseln, aber. Denke schon. Mal gucken. Ihr könnt mit dem Ball die Linie. Sehr, sehr gerne. Jetzt muss ich den Ball catchen. Na, das war nicht so. Schön. Oh. Ah, schon wieder X-Zirkel. Tja, jetzt geben sie Gas, aber das heißt auch, dass erstmal Gabi sich nicht den Ball catcht. X-Zirkel ist mal echt krass. So, Swasher. Gretchen. Was ist denn los mit dir? Gabi? Mal wieder? Was ist denn los heute? Erste Hälfte so krass, die zweite Hälfte. Da ist ein übelster Regenwurm drin. So, müssen wir die Dicken ran. Oder irgendjemand? Aether? Ganz ruhig, so. Bist du gut? Auch nicht gerade so. So. Den hat er. So. Moment. So. Nein. Jetzt müsste es eigentlich klappen, neben Nebelschleier. Und mit der Geschwindigkeit, die Aether drauf hat. Ja? Nein. Ach, da ist Stuhl eine gestanden. Das gibt's doch nicht. Gut, letzter Nebelschleier. Müsste fast exakt auf 0 gehen. Oder vielleicht 1. Und über die Linie. Wunderbar. Ihre Abwehr sind Hühnerhaufen. Leute, Strategie Delta 3 initiieren. Verstanden. Delta 3? Alter, hau ab. Diesen Bereich decke ich ab. Konzentrier dich mal. Lieber das eigentliche Spiel, Gabi. Seid doch nicht zu fies. Mist, ihr habt mich rausgespielt. Unsere Verteidigung ist in der Tat unsere größte Schwachstelle. Deshalb wird Luna sie auch genau da den Hebel ansetzen. Unsere Verteidigung. Die Verteidigung ist Bombe. Allein schon mit GP, mit den allen anderen. Habt ihr die Schwäche im Sturm, aber gut, ist ja alles so gescriptet. Und die böse Macke geguckt. Typisch Jude. Tut mir leid, da steht sie da. Typisch Jude, dass er unser Problem sofort erkannt hat. Ach ja, immer dieses Juden. Reden wir dran, dass ich mal wieder South Park aufnehmen sollte. So, du Katapult. Rette wieder den Tag. Gott, wie cool das aussieht. Spezialtechnik plus 1 steht da. Das steht da gut. So, Swasher. Kometen-Kombo. Jetzt hau mal rein hier. Bam! Da flog er weg. Chappy. Gut, du schreist schon hierher. Ich dachte schon. Ob das klappt gegen Eton, ist doch ein bisschen gefährlich. Was? Weichst du aus? Nö. Wieso schreist du dann hierher? Übertreib es doch nicht. So, jetzt Kaiser. Moment. Nein. Das ist echt eine gute Ballannahme, der Typ. Einen guten Annahmewert. Nicht abspielen. Gut, das ist keine Schusstechnik, habe ich jetzt nicht bedacht. Kaiser, aber mal gucken. Und ja. Das war ein neuer Torwart. Oder? Habe ich jetzt nicht auf die KP geguckt, aber auf den Namen. So, einer von beiden, Victor, klappt schon.
Danke, Victor. Du hast zumindest gute Technik drauf. Unter anderem den Schattenschlag. Mein 26? Er ist immer noch der gleiche. 26, reicht das noch für dein Meteor-Kombo? Ich hoffe nicht. Sonst wäre das hier das 2 zu 0. Jupp, 2 zu 0. Lass ihn rein und bam! Breakdance, sexy. Was sagt die Zeit? 17, okay, dann wird der Part ein paar Minuten länger. Dann auch bis zum Ende des Matches, sehr schön. Start. Eine super Entschädigung für die eine Woche, wo fast nichts kam. So. Machen wir ein bisschen Action hier. Bisschen was fürs Auge. Erscheine. Wer denn? Pegasus? Lancelot? Maestro? Ein Lancelot. Weil ich gerade der Wiki schon einen Ball hab. Erscheine. Held der Klinge. Lancelot. So. Machen wir mal eine kleine Show hier. So, komm du her. Einmal ausweichen. Bam. Das sieht cool aus. So, und rein das Ding mit Avalon-Attacke. Mega Bams. Und 3 zu 0. Bam. Und wieder kein Breakdance. Warum macht jetzt kein Breakdance? Ich bin verwirrt. Egal. Ich habe Probleme. War fast schon zu einfach. Reitet noch für ein drittes, da er schon gut am Ball ist, abblocken. Der gehört mir. Wobei, jetzt habe ich schon 124. Jetzt müssen wir mal gucken. 121 müsste aber eigentlich noch reichen. So. Nein. Fuck, jetzt schieße ich. Moment, kann ich irgendwie Rückgang machen? Oh nein, ach. Oh. Jetzt müsste es so sein. Aha. Interessant. Gut zu wissen. Wirbelsprint. Wams. Das ist interessant. Gut, noch einmal. Luftikus. Luftikus, Schmuftikus. Ohne Zeit reicht noch für eine zweite. Okay, reicht nicht mehr so ganz, aber mal gucken. Vielleicht gerade noch so. Pegasus. Geflügeltes Schloss. Pegasus. Nee, nicht mehr. Das wäre cool gewesen. Kurz vor Ende noch ein 4 zu 0. Aber gut, 3 zu 0 heißt, ich habe auch gewonnen. Gott, war das Match chillig. Alle drei mit Victor. Auch ein bisschen einseitig. Okay, kann man nichts machen. Eine unerklärliche Niederlage. Ha, netter Versuch. Ihr habt 3 zu 0 ein schönes Freundschaftsspiel. Okay. So, dann noch die Erfahrungspunkte einheimsen. Jeder kriegt Level-Ups on must einmal TP Mega Plus. Cool. Royal Schule und sonst gar nichts, okay. Sonst tausende Level-Ups. Okay, warum nicht? Danke, Jude. Dieses Spiel hat die Defizite unserer Mannschaft klar aufgezeigt. Oh ja, das hat es. Wobei wir gewonnen haben. Was also ein bisschen unlogisch ist. Naja, auf jeden Fall, wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Jetzt habe ich ein bisschen überzogen, um 5 Minuten. Wir müssen jetzt ab hier 35 Minuten rum sein oder 36. Tut mir leid, aber naja. Wenn es so lange dauert, wenn es so spannend ist, was soll ich tun? Gut, ja, um es weitergeht, logischerweise, sehen wir dann im nächsten Part. Also danke fürs Zugucken und bis nächstes Mal bei Let's Play Inazuma 11 Go. Schatten. Ciao.